Hallo und herzlich willkommen zum Breath of the Wild Let's Play. Das letzte Mal haben wir diesen Titan hier entdeckt, beziehungsweise wir sind hier zum ersten Mal reingekommen und wir wissen gar nicht, was hier passiert, wenn wir das hier schaffen, aber es ist schon ziemlich cool, dass wir so einen eigenen neuen Dungeon haben, ja? Ich meine, es gab ja relativ wenig Dungeon. Es gab ja nur 4 Dungeon, weil nicht unbedingt sehr viel ist in dem Spiel. Und jetzt gibt es endlich mal einen weiteren und hier schaffen wir es nicht doch, oder? Mit richtigem Timing. Nope. Schade. Er ist ein bisschen gefährlich. Zum Glück haben wir sowas hier. Ja, dachte ich mir schon. Ich hoffe, der zieht uns jetzt nicht ganz schnell mit. Ich frage mich, was passiert, wenn der uns erwischt. Egal, ich stoppe ihn einfach mal. Und dann vernichten wir den Kollegen. Hallo. Oh. Oh, uns. Wir haben keine Waffe mehr. Alles klar. Ich glaube, wir benutzen. Dieses. Hier, das brauchen wir gar nicht. Ich kann es nicht mal werfen. Wow. Schlecht. Hallo, Kumpel. Nein. Wow. Okay. Die halten echt nicht viel aus. Oh Mann. So, was gibt's hier Schönes? Ein Schwalbenbogen. Mit 9 Angriffen. Ja, hier gibt's überhaupt nichts Gutes. Ich habe schon kapiert. Ich erwarte auch nicht unbedingt viel. Was ich aber erwarte, ist, dass wir hier ein weiteres Schloss aufmachen können, weil die brauchen wir ja irgendwie. So, jetzt müssen wir aber auch gleich warten, weil ich die Kiste haben wollte. Huch, hier geht's auch noch hoch. Was es da geben wird? Kann ich da überhaupt hoch? Ich kann hier irgendwie so. Ne, wenn ich nicht weiter hochkomme, dann kann ich auch nicht. Dann komme ich da nicht hoch. Und wir können auch keine Kräfte einsetzen, weil wir ja in einem Titan drin sind. Oder? Warte, nee. Konnten wir in den Atri-Titan die Titankräfte einsetzen? Also die von den 4 Recken? Ich weiß es gar nicht. So. Oh, ich weiß schon, was wir hier machen müssen. Wenn wir das hier hindrehen, dann wird es in die andere Richtung, oder? Dann können wir den Wind benutzen. Ja, ich verstehe. Wow. Sehr interessant. Er ist jetzt fies. Wir müssen darüber auf die Plattform. Damit wir das da hier jetzt stoppen können. Um darüber zu fliegen. Ja. Ich weiß schon. Alles hier. Ja, Mann. Schikastein erkannt. Ein Schloss der Tür wird deaktiviert. Ja. Wir machen das natürlich alles überkreuzt. Wir wollen ja nicht, dass es hier technische Probleme gibt. Noch 2 Kontrollsiegel übrig. Okay, schnell weg hier. Ui. So. Das war der hier. Dieser Weg. Also nur die Frage, was fehlt denn noch? Ach, wir sehen es ja auf der Karte. Sehr schön. Geradeaus und unten links. Okay, okay. Das Geradeaus ist anscheinend sehr, sehr lang. Oh je. Ah, jetzt verstehe ich. Die kommen also nacheinander her. Aber da müsst ihr auch nicht so viel aushalten, oder? Hallo. Boop. Ja gut. Benutzen wir halt einfach mal. Obwohl, wir brauchen unser Masterschwert nicht. Wir können ihn auch so kaputt machen. Hallo, wie geht's denn so? Bow. So. Ich kann nicht weiter nach oben. Warum nicht? Ja, oh. Warum konnte ich gerade nicht weiter nach oben ziehen? Es hat mir Angst gemacht. Das hätte nicht passieren sollen. So, dieses Mal ziehe ich ihn nicht an, wie sehen, weil sonst ist wieder so komisch. Hoi, ja. Oh. Unser Chimärenschwert ist fast kaputt. Vielleicht finden wir irgendwo ein Opfer, wo wir es mal draufwerfen können. Aber wenn jetzt schon so ein Gegner kam, was kommt als nächstes? Kommt dann hier ein richtiger Wächter, der rumläuft? Das wäre heftig. Das wäre aber auch irgendwie cool. Ja, ich bin so. Warum hüpfe ich jedes Mal da runter? Ich weiß doch, dass ich dann hier wieder hoch muss. Mann, wie doof! So, okay, ich habe kurz geschaut. Wegen der Aufnahme. Alles okay. Alles okay. Hallo, wie geht's denn so? So, up. Bisher habe ich hier noch keine Kiste gesehen, also wird hier auch keine sein. Also in diesem Drehdingens hier. Oder. Ja, ach, ich habe noch gar nicht nach oben geschaut. Also wir sind ja eigentlich hier unter der Erde. Wo kommt das Licht her? Was ist das? Ich frage mich echt, wo wir sind. Ja, vielleicht werden wir es noch rausfinden. Aber jetzt müssen wir erstmal das da hier mit dem Raum verbinden.
Irgendwie. Wir können es auf jeden Fall schon mal stoppen, aber... Ah. Nee. Ah. Und... Tada. Oh, schnell hin. Und geschafft. Ich verstehe. Oh, das war's auch schon. Das ging schnell. Können wir... Den können wir auch nur stoppen. Und da unten könnten wir möglicherweise dann raus. Ah, es ist eine Konstruktion, die, wenn man es dann nach oben bewegt, dazu zu zugreifen. Das können wir jetzt so machen. Dann müsste eigentlich sich das Ganze drehen. Yay! Oh nein, ich runterfliegen, bitte. Und es dreht sich irgendwie mit. Es dreht sich aber nur damit mit, okay. Wir sind irgendwie auf der falschen Seite. Also egal, die kann man auch verwenden. Um da rüber zu kommen. Es sollte sich also von hier aus in die andere Richtung eigentlich drehen. Ich glaube, von der anderen Seite ist es eine bessere Plattform. Oder? Ja, egal. Egal, egal, unwichtig. Hallo, wie geht's denn so? Ich bin hier. Schon wär's hier. So, da hinten ist ein... Können wir hier eigentlich... Nein. Hier ist einfach... Keine Ahnung. Irgendwie müssen wir das Wasser verwenden. Moment, haben wir Magnetzeug? Nein. Wir könnten hier runterfliegen. Das bringt uns aber nicht viel. Da ist irgendwas. Da leuchtet's. Ich gucke einfach mal. Was bist du? Eine Truhe? Oh, Moment, wenn wir... Wird das dann Wasser dann irgendwie rausgedingst? Nein. Es ist jetzt etwas doof. Ich habe keinen Bock zu ertrinken. Sollten wir aber auch nicht. Wir haben hier irgendwo den Weg nach draußen aber schon gesehen. Yeah, hier, sehr schön. Also ich habe aber keine Ahnung. Ja, das Wasser hier wegbekommen. Oh, schauen wir mal weiter hier hin. Aber hier ist die Tür zu. Da kommen wir dann ja erst irgendwie durch. Das da hier dreht sich, ja? Aber hier dreht sich nichts mehr. Ach, da ist schon zu Ende, also ist das schon mal egal. Wie kommen wir da hin? Das hier können wir auch nicht einfach so mitdrehen. Doch, können wir. Ah, ist ja jetzt fies. Was ist, wenn wir so eine Waffe nicht hätten? Da hätten wir ein Problem. Tada. Und dreh dich! Okay, sehr gut. Ja, es funktioniert. Ich hoffe, es ist nicht getimed. Ich glaube, wir können das Wasser wieder anmachen, wenn wir wollen. Zora-Lanze. Wow. Warum sind die Waffen hier so schimmlig? Ich meine, gut, ich sollte nichts anderes erwarten. Die anderen Sachen sind auch so. Die wollten halt dafür sorgen, dass man hier auch hin kann, wenn man noch nicht so viel weit... Nein, man muss doch alle vier Titanen geschafft haben, oder nicht? Um hier überhaupt hinzukönnen. Man muss ja gegen seine Erinnerung kämpfen oder sowas. Keine Ahnung. Also kann man hier doch eigentlich noch gar nicht von Anfang an hin, oder ist es anders dann... Zufälligerweise. Hm. Jetzt können wir damit wieder das Wasser anmachen. Bau! Ja. Mann, bin ich intelligent! Und dann brauchen wir wahrscheinlich das da. Oder geht's weiter hoch? Nee. Dachte ich mir schon. Seht ihr? Voll der Oberprofi hier am Start. Pow! So, eigentlich ist es egal, ob wir alle Kisten einsammeln oder nicht. Das wird bei den Titanen eh nicht angezeigt. Auf jeden Fall nicht bei den anderen vier. Auf jeden Fall freue ich mich schon. Oh. Nur noch eins. Das war ein Schluck auf. Autsch. So, ja gut. Wo der ist, wissen wir auch schon ungefähr. Ah,
Ah, das Teil dreht sich jetzt mit. Okay, da ist der Eingang. Ich habe mich schon gefragt, wo der ist, ey. Was soll das denn? Darf ich durch, ey? Ich will durch. So, das war... Die jetzt sind, glaube ich, auch alle... Die haben alle ein bestimmtes Design. Das, wo wir gerade waren, war das Zora-Design, ja. Weil das war so ein Wasserzeug. Oder halt das vom Elefanten, Titan und... Das mit dem Wind war natürlich das von dem Vogelfieh. Und was wir im allerersten drin waren, habe ich keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Aber bisher hat die Lava gefehlt. Wo ist... Oh. Ich sehe, ich höre jemanden. Und ich habe den Schatten gesehen. Ich habe es genau gesehen. Verarsch mich nicht, Spiel. Hallo, du. So, können wir die irgendwie hier runterhauen? Wow. Oh. Komm runter. Du möchte gern Wächter. Hoia. Ah, das geht nicht kaputt. Kommt er irgendwie hierher? Ich würde ihn ja gern vernichten. Aber wir sehen schon, hier kommen einfach mal so richtige Wächterviecher her. Ich glaube, es wäre so schlau, den zu besiegen. Bevor er uns noch Probleme macht. Oh, ah, ist ja ein bisschen doof. Hier. Die könnten wir jetzt gut gebrauchen, bevor wir weggeblastet werden. Hallo! Oh, der trifft uns nicht. Weichei! Jetzt habe ich es kaputt gemacht, sehr schön. Fliegt er jetzt langsam runter oder kann er noch fliegen? Mann, wo fliegt er denn hin? Ist er bescheuert? Hey du! Hiya! Oh, jetzt ist auf einmal super schnell. Ich fühle mich verarscht. Hier ist übrigens Lava, das ist es wahrscheinlich dann. Ja, da geht's zum Lava-Dingens. Zur Eidechse war's. Zum Eidechsen-Gedöns. So. Was ist los mit dem? Ich bin gerade ein bisschen verarscht. Warum fliegt der so bescheuert? Hier, da haben wir's ja. Hallo. Endlich! Wer sagt's denn? So, jetzt kann ich das kurz auf ihn werfen. Und das Masterschwert verwenden. Bau, Pio, Bau, Fatz! Oh, der hält eine Menge aus, irgendwie. Aber nicht mehr lange. Bau, 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 Bra, Bra, Bra. Du bist tot. Na, einfach. Stimmt, ich kann ja meine Waffe irgendwie nicht so einfach wegstecken. Nur mit Rennen. So, jetzt gehen wir einfach hier lang. Dreh dich mal in die andere Richtung, wäre ganz nice. Und wir gehen da lang. Ja. Da müssen wir aber warten. Und der Eingang kommt von alleine. Hier müssen wir nicht mal was machen. Da oben. Oder da. Da ist er schon. Hallo, wie geht's denn so? Hier ist Lava. Das macht mir ein wenig Angst. Und auch ein Stachelzeug. Alles klar. Sehr schön. Wir müssen hier irgendwie die Kugel runterbringen. Und hier einfach drüber. Okay, in die andere Richtung bitte. Tada! La 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 la. Da unten ist. Ach, das ist nur Feuer. Ah, das ist kein Problem. Wir sind feuerimmun! Wir haben ja schon die Prüfung gemacht. Wir wissen, wie wir hier am einfachsten durchkommen. Also diese eine Prüfung. Mit dem Dungeon-Gedöns. Hallo. Es ist etwas doof. Das ist etwas unpraktisch. Wie habe ich das jetzt hinbekommen? Alles klar, hallo. Ich würde gern da hoch. Verdammt. Wir haben das hinbekommen. So, kann ich irgendwie... da hoch, wenn ich mich ducke? Ho! Geschafft! Ho! Das war gar nicht so einfach. Oh, ich verstehe. So. Es ist ja lustig. Moment. Wir können es wahrscheinlich auch im richtigen Moment stehen lassen. Okay. Es muss dann... Nee, jetzt bin ich verwirrt. Wo muss denn das raus? Das muss da raus dann. Okay, ich verstehe schon.
Ich verstehe schon. So, im richtigen Moment hier stoppen. Ja. Oh, ich weiß ja nicht. Es wird nicht funktionieren. Ich mache einfach mal so. Oh, es hat funktioniert. Und jetzt in die andere Richtung. So, es ist cool. So murmelmäßig. Murmelbahn, wer mag sie nicht? Ah, jedes kleine Kind mag Murmelbahn, das gehört doch dazu. Zum Leben. Ich meine, ja natürlich, was denn sonst? So. Schön ist, wir haben durchgehend auch Musik. Ja! Schön, schön, schön. So, wir lassen das jetzt kurz durchdrehen. Runterdrehen. Und jetzt schon mal in die andere Richtung. Und dann heimen wir das Tal hier auf und hoffen, dass es nicht runterfliegt. Moment mal. Oh, es landet hier. Sehr schön. Oh, ich habe schon Angst bekommen. Kurz. Kurzzeitig. Hier aufpassen. Okay. Kurz zurück, bitte. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir. Und dann müssten wir das hier auch gleich geschafft haben. Und danach würde ich dann... Moment, ich weiß gar nicht, wie lang die Folge ist. Ich hoffe, ich kann danach die Folge beenden. So. Weil ich denke mal, danach kommt auch lange Cutscene-Zeug mal wieder und was weiß ich was. Yo! Moment, ich habe auch noch was gesehen. Da oben. Nur wie kommen wir da hin? Da war gerade eine Truhe. Die will ich. Die will ich. Yeah. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Wir werden es herausfinden. Vielleicht. Darf ich jetzt auch mal? Es braucht ganz schön lange. Und zurück. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Okay, ich denke mal, wir verwenden diese Plattform dafür. Vielleicht. Oh, nein, nein, noch nicht. Es ist etwas verwirrend. Ich will nicht in die Lava fliegen. Wie kommen wir da? Es muss ja durch die Plattform sein, oder nicht? Wie denn sonst? Schauen wir mal. Huh. Es hat schon mal funktioniert. Hallo, wie geht's? Oh, bitte nicht mal Kopf weg. Es war knapp. Viel zu knapp. Zu knapp für meinen Geschmack. So, ein Drecksack. Drecksack. So, ein Drecksack, das Teil da oben. So. Ah, ja, ja. Vielleicht müssen wir uns ducken. Ah, ja, hi, hi. Hallo. Dieses Mal drucken. Ja, geschafft! Und jetzt? Oh ja! Boah, ist ganz schön fies. Also hier hinzukommen, endet jetzt nicht was Cooles, ist irgendein Diamant oder sowas. Wow. Ein Steinspalter mit 15 Angriff. Wundervoll! Na gut, egal. Ich würde dann mal jetzt erstmal die Folge beenden, ja? Und würde dann sagen, das nächste Mal beenden wir diesen wundervollen Dungeon, der ganz cool war, ja? Auch wenn er relativ simpel war, also von den Gegnern her. Obwohl, nein, jetzt am Ende, da kommen ja auch irgendwelche richtigen Wächter dazu. Wir sind einfach schon viel zu OP, was soll man sagen? Egal. Auf jeden Fall beende ich jetzt erstmal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.